Ja, grüß euch wieder. Heute in der Sportroscher Turnstunde das Thema Stabilität. Wir Läufer, Läuferinnen, Triathleten und Triathletinnen brauchen eine gute körperliche Gesamtstabilität, damit wir die Kraft, die wir in die Vorwärtsbewegung umsetzen wollen, überhaupt einmal stabilisieren können, dass wir einen Gegenpart haben, damit wir nicht immer in uns zusammenfallen. Und natürlich kennt ihr viele, viele dieser klassischen Übungen, die wir uns jetzt vorgenommen haben, euch zu zeigen. Aber genau deshalb, weil da immer wieder Fehler gemacht werden, heute mal die beiden für mich umfassendsten Übungen, die es gibt, nämlich einmal als Ganzkörperübung auch und hauptsächlich auf den Oberkörper bezogen die Liegestütze und dann die Kniebeuge. Bei der Liegestütze ist es relativ einfach. Viele kennen Sie als meine Lieblingsübung. Die Grundposition, die wir einnehmen, ist ein normaler Vierfüßerstand oder eine normale Vierkontaktposition. Die Hände in etwa in Schulterhöhe, ein bisschen weiter nach außen versetzt, die Finger nach vorne. Die Füße hinten, Hüftbreit auseinander, Kopf gerade. Und jetzt ist es wichtig, weil bei vielen hängt hier die Hüfte durch. Das ist sehr, sehr, nicht zielführend. Oder es hängt die Hüfte nicht durch, sondern der Po geht eher nach oben. Das ist die bessere Variante, wenn ihr die Kraft nicht habt, hier wirklich gerade zu bleiben. Das Ziel wäre, hier wirklich gerade zu bleiben, also wenn ein Stock hinten im Rücken platziert wäre, der nicht herunterrollt. Und dann beugen wir die Arme und strecken die Arme. Beugen und strecken. Bitte das Gefühl entwickeln, vielleicht auch mit einem Spiegel kontrollieren, nicht durchhängen. Wenn ihr die Kraft nicht habt, geht ihr lieber mit den Füßen etwas näher zu den Händen, nehmt das Gesäß weiter nach oben und dann beugen und strecken. So, jetzt ist diese Übung natürlich nicht unbedingt für alle eine Einstiegsübung. Wenn ihr die Kraft nicht in den Armen habt, dann gibt es die erste Variante, nämlich das Ganze auf den Knien auszuführen. Ihr könnt hier die Füße überkreuzen und dann genau das gleiche Spiel, beugen, strecken, beugen, strecken. Das wäre die erste Variante für diejenigen, die es ein bisschen weniger anspruchsvoll haben möchten zum Einstieg. Und dann gibt es noch eine zweite Variante natürlich, oder mehrere Varianten. Einmal der breite Schultergriff oder die breite Schulterposition oder dann auch mal etwas schmaler. So, das sind jetzt ein paar Variationen, mit denen ihr euch spielen könnt. Natürlich finden wir die Liegestütze genauso wie jetzt gleich die Kniebeuge immer wieder, egal ob im Dynamiktraining oder in Kraft- und Stabi-Training. Für Stabi-Training 10 bis 15 Wiederholungen, dann eine kurze Pause. Es ist auf alle Fälle ein gutes Maß, an dem ihr euch orientieren könnt. Die Kniebeuge. Bei der Kniebeuge ist Folgendes wichtig. Erstens, die Standardausführung, hüftbreiter Stand, leichte Außenrotation der Zehen. Die zweite Position, die wir einnehmen sollten, ist in der Bewegung, den Po nach hinten zu schieben. Ich mache das mal von der Seite. Also nicht hier die Knie nach vorne zu nehmen, sondern die Knie bleiben im Lot vor den oder hinter den Zehen. Und jetzt nehmen wir das Gesäß nach hinten. Also Stand und nach hinten mit dem Gesäß. Stand, nach hinten mit dem Gesäß. Das ist wichtig. Gerade Rücken. Jetzt, was ihr mit den Armen machen könnt. Als erste Variante hängen lassen in der Streckung. Strecken die Arme in der Beinbeugung. Das wäre schon mal die erste gute Variante. Dann habt ihr mehr noch den Rücken mit im Spiel. Die zweite Variante, ihr könnt die Grätsche etwas erweitern. Dann solltet ihr die Fußspitzen etwas mehr nach außen drehen. Können wir auch wieder machen. Arme erst hängen lassen und dann runter und aufstehen. Runter und aufstehen. Runter und aufstehen. Und die andere Variante ist die mit den geraden Füßen, eher für die Skifahrer und die weniger
auseinandergestellte Position der Füße und gerade, gerade nach vorne. So, habt ihr drei Varianten? Mehr Varianten folgen natürlich. Natürlich gibt es noch weitere, einbeinig und so weiter und so fort, aber die zeigen wir euch dann zu gegebener Zeit. Ihr habt jetzt erstmal die Kniebeuge demonstriert bekommen mit der Beugung bis zum rechten Winkel. Es gibt auch da noch andere Varianten, aber da lasst euch überraschen. Viel Spaß beim Training.